den Menschen er schon Kraft geschenkt hat, wie viele Menschen, es sind sicherlich tatsächlich tausende Menschen, die Günther mit seiner Botschaft schon erreicht hat, inspiriert hat, ihnen Hoffnung, ihnen Glauben. Oder, was hat mich bewegt, sozusagen, das alles ins Leben zu rufen? Wir alle wissen irgendwo, dass sich etwas ändern soll oder vielleicht sogar ändern muss, aber wie? Irgendetwas stimmt an dieser Sache nicht. Und dann habe ich begonnen, mich mit allen möglichen Lebensphilosophien, Lebensweisheiten etc. zu beschäftigen, weil ich einfach diesen Kampf nicht mehr wollte. Ich dachte, da muss es doch andere Möglichkeiten geben, wie diese Sache funktionieren kann. Und da bin ich dann eigentlich sehr, sehr schnell drauf gekommen, dass alles Wissen vorhanden wäre, das es uns möglich macht, wirklich in vernünftiger Weise zusammenzukommen. Man dachte, okay, also am Wissen liegt scheinbar nicht, weil das ist im Überfluss vorhanden. Was steckt dann dahinter, dass wir Menschen uns so komisch benehmen? Dass einer immer den anderen die Augen auskratzt, dass Erfolg scheinbar nur auf Kosten anderer möglich ist und all diese Dinge. Auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Natur, auf Kosten letztendlich der ganzen Schöpfung und was wir oft gar nicht registrieren, auf die eigenen Kosten. Der Kurt, glaube ich, hat mir das letztens gesagt, wenn man im Hamsterrad läuft, dann schaut es von innen aus wie eine Karriere. Irgendetwas stimmt da mit uns Menschen scheinbar nicht. Wir wissen, dass anders besser wäre und ich bin sogar überzeugt, dass jeder Mensch im Herzen eigentlich weiß, wie es richtig wäre. Aber scheinbar gibt es etwas in unserem Leben, was uns immer wieder dazu motiviert, es trotzdem dann anders zu machen. Was steckt da dahinter? Also das muss ja doch einen tieferen Grund haben. Wir Menschen sind ja doch nicht so blöd. Nicht? Eigentlich zu wissen, dass anders besser wäre und wir tun es dann nicht. Also da kann etwas nicht stimmen. Und diese Frage, die hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und die Antwort war dann letztendlich eine ganz einfache. Es sind unsere Ängste. Diese vielen Ängste, die wir haben, die uns immer wieder dazu motivieren, Dinge zu tun, wo wir bei wirklich genauerem Hinsehen oder genauerem Hinterfragen oder einmal in uns zu schauen, wo wir genau wissen, dass in Wirklichkeit nicht in Ordnung ist. Vielleicht aus meiner Sicht die Hauptangst oder überhaupt eine der größten Geiseln der Menschheit aus meiner Sicht ist dieses Mangeldenken. Immer diese Angst, nicht zu genügen. Es ist immer zu wenig. Und wenn wir uns die ganze Gesellschaft anschauen, es genügt nie. Und so geht es das ganze Leben dahin, wo uns permanent suggeriert wird, wir sind nichts. Wir müssen erst etwas werden. Wir genügen nicht, wir müssen eine besondere Leistung erbringen, eine besondere Position erreichen, was auch immer, einen speziellen Schulabschluss haben und. Und vielleicht, wenn wir dann das Glück haben, dann sind wir irgendwann, sind wir vielleicht tatsächlich einmal was. Und dieses Mangelgefühl, das wir dann da drinnen haben, das zieht sich durch unser ganzes Leben. Und das war dann mein Ansporn sozusagen, wo ich gesagt habe, okay, wie können wir das ändern? Wie kann der Mensch sich aus diesen Ängsten befreien? Und vor allem in der Wirtschaft ist es so wichtig. Ich meine, gerade das Thema der Wirtschaft oder Wirtschaft, Finanzen ist vielleicht der Bereich, der überhaupt am angstbehaftetsten ist für uns Menschen. Nicht? Wir verbinden das natürlich mit unserer Existenz, ganz klar. Wir müssen Geld verdienen, damit wir den Lebensunterhalt bestreiten können. Und das Zweite, wir verbinden unseren eigenen Wert auch wiederum mit der Wirtschaft. Was wir dort erreicht haben, wenn wir viel Geld verdient haben, wenn wir eine hohe Position erreicht haben, dann fühlen wir uns wertvoll. Und ansonsten eben, warum, um Gottes Willen, bin ich denn auf dieser Welt? Wenn ich das für mich herausfinde, das könnte funktionieren, dass ich dann lerne, mich selbst ein bisschen mehr wertzuschätzen.
und meinen Wert nicht mehr nur rein vom Außen abhängig zu machen. Das war dann sozusagen diese Geburtsstunde von wertevoll leben, wo ich gesagt habe, okay, wenn der Mensch immer mehr seinen Wert erkennt, wenn der Mensch immer mehr erkennt, wer er wirklich ist, was für gigantische Fähigkeiten in ihm sind, dann müsste er doch lernen, sich wertzuschätzen und letztendlich sich selbst zu lieben. Und wenn er mich selbst lieben kann, dann kann ich den anderen auch lieben. Ich meine, ich stehe da schon seit Jahrtausenden sozusagen geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt doch, oder? Und wir reden immer von Nächstenliebe und den zweiten Teil, den vergessen wir in der Regel, wie dich selbst. Und ich habe einfach für mich feststellen dürfen, dass ich den anderen nicht mehr lieben kann als mich selbst, zu genügen gemacht habe. Und erst dann, wie ich für mich immer mehr erkannt habe, na, ich genüge so wie ich bin, dann war ich auch fähig, andere wirklich zu inspirieren, zu motivieren, zu ermutigen, auch ihren Weg zu gehen. Und daraus hat sich dann dieses Thema wertevoll leben entwickelt. Also Mensch, erkenne deine Werte, erkenne deine Einzigartigkeit, erkenne, warum bist du auf dieser Erde und lerne das voll zu leben. Und in der Folge ist mir klar geworden, besonders in der Wirtschaft hat das eine gigantische Auswirkung. Also Gott sei Dank gibt es immer mehr Firmen, die da wirklich ein positives Beispiel sind, wo Menschen wirklich diese Möglichkeit kriegen, ihre Potenziale voll zur Entfaltung zu bringen, wo man sich diese Frage stellt, Mensch, wer bist du? Was ist das, was dir besonders gut liegt? Und ich gebe dir einen Rahmen, wo du das auch voll leben kannst. Und dann stellen wir immer wieder fest, dass eben gerade durch diese gelebten Werte Firmen zu gigantischen Erfolgen das hat, wenn Menschen ihre Werte voll leben. Ja, und da wünsche ich inspirierende Stunden heute und danke für die Aufmerksamkeit.